dahinter ist ein ganz besonderer Zeitgenosse, jemand von der Sorte, von dem wir mehr brauchen. Er ist Ulrich Schneider, seit 1999 Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, und er versteht sein Amt politisch. Ja, und er kann und will Ungerechtigkeit in unserem Lande und internationale soziale Ausgrenzung einfach nicht hinnehmen. Dafür würde er zu einem der prominentesten Kritiker für die, ja, gegen die Agenda 2010 auf vielen Bühnen, in Talkshows, bei Demonstrationen, und deswegen freuen wir uns hier heute zu haben, Ulrich Schneider von Paritätischen. Und eine Sache wollte ich noch erzählen. Ulrich Schneider hat ja auch bei der Demo im Oktober eine Rede gehalten, aber nicht nur das, am Vorabend dieser Demo stand er mit seiner Band auf der Bühne, er ist also auch noch ein richtiger Rocker. Vielen Dank, Ulrich Schneider. Freunde, Freunde, wir hatten mit nicht mal 50.000 Leute heute gerechnet. 90.000 ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Der Paritätische war bei dem Bündnis gegen TTIP von Anfang an dabei, weil wir uns wirklich sorgen, weil wir Angst haben. Wir haben Angst um die Qualität unserer Arbeit in Pflegeeinrichtungen, in Kindergärten, in Gesundheitsberatungsstellen. Wir haben Angst davor und uns sorgt, dass unsere Arbeit nur noch unter Renditegesichtspunkten gesehen wird. Wir wollen den Menschen im Mittelpunkt halten, deswegen machen wir mit. Wir müssen uns stemmen, gemeinsam, gegen die Ökonomisierung des Sozialen in Deutschland und der Welt. Deswegen sind so viele Erzieherinnen, so viele Pflegekräfte, so viele Sozialarbeiter heute auch unter uns. Und diese Ökonomisierung des Sozialen einen Stopp zu zeigen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Deutschland, das ist unsere Botschaft, die Botschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in diesem Bündnis. Deutschland ist nicht in erster Linie Wirtschaftsstandort, Deutschland ist vor allen Dingen Lebensstandort. Was wir hier seit dem letzten Jahr bei TTIP erleben, ist wahrscheinlich das größte zivilgesellschaftliche Bündnis, das es in der Bundesrepublik je gegeben hat. Vom BUND über ATTAC, Kulturrat, Gewerkschaften, viele Sozialverbände und andere bis hin zu den Landwirten. Es ist ein Riesenbündnis geworden, weil es hier um mehr geht. Um tatsächlich noch mehr geht als um gesunde Ernährung, die ist schon wichtig genug. Um Arbeiterinteressen. Und allein die wären es schon wert, dass 90.000 auf die Straße gehen. Es geht um mehr als den Standard in sozialen Diensten und um Kultur in den Städten. Es geht ganz grundsätzlich bei diesem TTIP, und deswegen sind wir heute hier, um die Frage, wer soll hier eigentlich das Sagen haben in Deutschland und in Europa? Es geht um Widerstand. Es geht um den Widerstand gegen die Herrschaft vom multinationalen Konzern über unsere Rechte als Demokraten. Und dieser Widerstand war noch nie so wichtig wie heute. Was wir heute erleben, ist ein Höhepunkt in diesem neoliberalen Durchmarsch, den wir jetzt seit über 2 Jahrzehnten erleben müssen in Deutschland und Europa. Wir haben kein Interesse, unsere Bürgerrechte auf dem Altar des Profits zu opfern. Wir haben kein Interesse, eine Gesellschaft laufen zu lassen, wo wir irgendwann unsere Rechte an den Nagel hängen und Großkonzerne den Profit einstreichen. Das kann es nicht sein. Wir wollen auch künftighin eine ökologische Landwirtschaft. Wir wollen Kultur, wir wollen Soziales, wir wollen vernünftige Bezahlung von Pflegekräften und von Erzieherinnen und Lehrern. Und wir wollen vor allen Dingen ein Land, in dem der Mensch wieder im Mittelpunkt steht. Darum geht es uns. Wir waren im letzten Oktober in Berlin 250.000 Leute. 250.000.
Aber nichts ist seitdem passiert, und das sage ich auch ausdrücklich an die Adresse von Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Gabriel. Nichts ist seitdem passiert, was unser Misstrauen hätte verkleinern können. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns anschauen, was da eingerichtet wurde, der sogenannte Leseraum im Wirtschaftsministerium, wo Abgeordnete reingehen dürfen, als würden sie gerade Alcatraz betreten, als würden sie ihren Gefängnis heimsuchen, sich für ein paar Stunden da hinsetzen, Handys abgeben, alles abgeben, Fotoapparate abgeben und zum Schweigen verdonnert werden. Das soll transparent sein. Was diese Farce, die sich da abspielt in unserem Wirtschaftsministerium, unter dem Diktat, muss man sagen, amerikanischer Großkonzerne, was diese Farce tatsächlich ist, es ist wirklich die größte Demütigung unserer Volksvertreterinnen und Volksvertreter, die wir uns überhaupt vorstellen können. Handys abgeben, stundenweise hinsetzen, nichts verraten dürfen, mit Strafen bedroht werden, wenn man das tut. Ist das Transparenz? Ist das die Demokratie, die wir in diesem transatlantischen Pakt wollen? Nein. Was sich hier gerade abspielt im Wirtschaftsministerium, ist ein bunteres Bild dessen, oder eine Antwort auf die Frage, wer hier im Moment das Sagen hat. Das sind nicht die Demokraten, das sind nicht die Bürgerinnen und Bürger und es sind nicht unsere Abgeordneten, die nicht. Wir müssen das Heft wieder in die Hand nehmen. Deswegen sind wir hier, wir müssen streiten, wir müssen Widerstand leisten. Streiten für eine lebendige, demokratische und transparente Bürgergesellschaft. Und die Botschaft, die wir mitgeben können, unserer Kanzlerin und Herrn Obama, wenn sie dann zusammensitzen, macht endlich Schluss mit dem Murks. Dieses TTIP ist so nicht mehr zu retten. Seht das ein. Wenn ihr hier gegen den Widerstand der Bevölkerung weitermacht, verspielt ihr endgültig alles Vertrauen, was ihr vielleicht noch habt. Bei TTIP ist es nicht mehr da. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Macht Schluss damit. Setzt, wenn ihr ein Handelsabkommen wollt, neu auf. Transparent und demokratisch. Fasst euch ein Herz, wenn was verbuggt ist, muss man auch mal dazu stehen können. Glück auf! Vielen Dank, Ulrich Schneider, für die wie immer klaren Worte. Unser nächster Redner kommt aus dem Kreis derjenigen, für die angeblich TTIP und CETA gemacht sein soll, nämlich aus der Wirtschaft. Der Bundesverband der deutschen Industrie sagt, die Wirtschaft steht geschlossen hinter TTIP und CETA. Pfui, jawohl. Die Europäische Kommission, die Kommissarin Malmström sagt, TTIP und CETA haben sie eigentlich nur gemacht für kleine und mittelständische Unternehmen. Was für ein Unsinn. Es ist das Verdienst der Initiative kleiner und mittelständischer Unternehmen, Unternehmen gegen TTIP, KMU gegen TTIP, deutlich gemacht zu haben, was das für ein Unsinn ist. Nur wenige Unternehmen werden davon profitieren, aber die große Masse der Unternehmen wird vom verschärften Wettbewerb betroffen sein. Die Initiative KMU gegen TTIP hat aus dem Stand im Nu 1000 Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt. Inzwischen sind es über 2500. Einer der Initiatoren ist Frank Immendorf, Geschäftsführer eines Messebau- und Marketingunternehmens. Und inzwischen gibt es Initiativen von Unternehmen gegen TTIP in Österreich, in Frankreich, in Deutschland und Großbritannien. Und ich freue mich, dass wir heute auf die Unternehmer an unserer Seite im Kampf gegen TTIP und CETA haben. Begrüßt mit mir Frank Immendorf. Hallo an alle. Ich wurde gerade schon hervorragend vorgestellt. Das heißt, mein Name ist Frank Immendorf. Ich habe ein Messebauunternehmen
und stehe heute hier für die KMU gegen TTIP in Deutschland, aber auch für die österreichischen. Wir sind fast 5000 Unternehmen zusammen aus den beiden Ländern. Und diese Unternehmen hegen halt große Bedenken gegen diese Freihandelsabkommen. Sie sehen eben keine Vorteile in diesen Freihandelsabkommen, die da ausgehandelt werden. Wir sind aber gar nicht so alleine mit unseren knapp 5000 Leuten, weil der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft hatte seine Mitglieder befragt, was sie denn von TTIP halten. Und über 60% sehen große Gefahren für den Mittelstand. Der Geschäftsführer der Rewe-Gruppe hat einen offenen Brief geschrieben und hat in diesem offenen Brief Transparenz gefordert. Da frage ich mich doch, wo ist das denn die Mehrheit der Wirtschaft, die dieses TTIP möchte? Ich sehe das nicht. Ich sehe nur einzelne Unternehmen, die davon Vorteile haben. Aber wenn wir bei diesen Vorteilen sind, da reden wir immer über das Wachstum, was es geben soll bei TTIP, was so wunderbar für uns alle ist. Da gab es ja vor einigen Jahren sehr spektakuläre Zahlen, welchen Wachstum wir zu erwarten haben. Mittlerweile sagt die EU-Kommission ein Wachstum von 0,5% heraus. Aber innerhalb von 10 Jahren, also reden wir von 0,05%. Für 0,05% setzen wir uns all diesen Gefahren aus. Das ist der Ernst, den die uns auftischen möchten. Ein anderer Vorteil, der immer wieder gerne genannt wird, ist, die ganzen Normen werden angeglichen. Da gibt es immer das schöne Beispiel, die weißen Kabel und die blauen Kabel als Nullleiter, hat man bestimmt auch schon mal gehört. Der TÜV sagt dazu, das gehört ins Reich der Märchen. Das stimmt nicht. TTIP kann das nicht regeln. Das heißt, das, was uns als Vorteile verkauft wird, ist keine Vorteile. Wir reden hier im Grunde genommen nur um Erleichterung von Großunternehmen. Und Großunternehmen sind noch nie bekannt gewesen dafür, dass sie sehr sozial waren, dass sie an ihre Mitarbeiter gedacht haben. Daher fordern wir als Unternehmen die Offenlegung erstmal aller Verhandlungsdokumente, diese Geheimhaltung, was weiß ich auch weswegen, die lehnen wir ab. Wir möchten auch eine Rückkehr zur Positivliste, dass wirklich nur das, was verhandelt wird, auch drinsteht und nicht wie jetzt gesagt wird, alles, was zukünftig kommt, ist automatisch in TTIP und CETA drin. Das ist der Wahnsinn. Was wissen wir denn, was in 20 oder 30 Jahren ist? Wer nimmt sich dieses Recht heraus? Und das Letzte, was wir auffordern, ist absolut keine Paralleljustiz. Wir haben in Deutschland eine hervorragende Justiz und wir haben auch in Europa eine hervorragende Justiz. Wir brauchen keine Schiedsgerichte oder wie immer das Ding nennen möchte. Wir wollen das nicht. Und ich möchte zuletzt an euch eine Bitte stellen. Ich erlebe es immer wieder, dass viele Unternehmer überhaupt nicht wissen, was TTIP für sie bedeutet. Da haben sie so eine schöne Hochglanzbroschüre von einigen Kammern, die verteilt werden, wo alles herrlich beschrieben wird, was TTIP alles für Schönes für sie bringt. Ich bitte euch, redet mit euren Chefs, redet mit euren Kollegen. Das Wissen über TTIP ist noch viel zu klein. Wir müssen die Leute informieren und dafür wird jeder Einzelne gebraucht von euch. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Immendorf. Es ist gut zu wissen und zu hören, dass auch in der Wirtschaft der Widerstand gegen TTIP und CETA wächst. Genau. Unsere nächste Rednerin kommt von der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine. Das ist ein Verein von und mit Menschen mit türkischen Wurzeln. Seit 35 Jahren kämpft dieser Verein gegen Ausgrenzung, Ausbeutung und Diskriminierung. GEDEF, der türkische Arbeiterverein,
ist Partner in vielen Bündnissen in dieser Republik, aber er kümmert sich natürlich auch um die Situation in der Türkei und insbesondere auch um die Situation von Flüchtlingen. Aylin Gün, unsere nächste Rednerin, ist im Bundesvorstand von DIDF, sie, oder DIDF, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Sie ist von Beruf Lehrerin und heute hier, uns, um uns die Sicht der Migrantinnen und Migranten auf TTIP zu erläutern, begrüßt mit mir Aylin Gün. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte euch alle im Namen der Föderation Demokratischer Arbeitervereine TTIP herzlich willkommen heißen. Es ist erfreulich, dass wir uns hier so zahlreich versammelt haben, um ein Zeichen gegen TTIP und CETA zu setzen. Liebe Freundinnen und Freunde, täglich erreichen uns neue Nachrichten über humanitäre Katastrophen der Geflüchteten. Längst ist das Mittelmeer zum Massengrab für Geflüchtete geworden. Mit Zäunen versucht man, sie von uns wegzuhalten. Durch das Abkommen mit dem türkischen, selbsternannten Sultan Erdogan, der Presse und Menschenrechte im eigenen Land missachtet, werden sie von Griechenland in die Türkei abgeschoben. Und mit einem neuen Integrationsgesetz wird den Geflüchteten das Leben hier schwer gemacht. Die Rechten haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Geflüchtete vorzugehen. Jahrelang wurde durch die Presse und durch regierende Parteien ordentlich Stimmung gegen Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete gemacht. Rassistische Organisationen und Parteien nutzen diese Stimmung nun für sich. Sie versuchen, Vorurteile und Ängste gegen Menschen mit anderen nationalen Herkunft und Religion zu schüren. Auch wenn Politik und Medien Rassismus längst salonfähig gemacht haben, um soziale und politische Fehler und Probleme zu ethnisieren, können wir das Problem nur lösen, wenn wir die Fluchtursachen bekämpfen. Da sind wir wieder beim Punkt. Liebe Freundinnen und Freunde, was hat die Migrationsbewegung mit dem Freihandelsabkommen zu tun? Wir reden hier von Menschen, die ihre Heimat, Familien und Bekannte hinter sich lassen, um in ein besseres Leben zu fliehen. Dabei setzen sie sogar ihr Leben aufs Spiel. Ja, viele Menschen fliehen vor den Kriegen in ihren Ländern. Diese Kriege werden jedoch geführt, um wirtschaftliche und politische Interessen in Regionen wie dem Nahen Osten, Afrika, aber auch an den Grenzen der EU abzusichern. Ich habe noch mal eine Frage. Dazu gehören die Gewinnung neuer Absatz- und Investitionsmärkte sowie die Sicherung der Zufuhr von Ressourcen wie Öl, Gas und Uran. Und alle diese Einmischungen in andere Länder haben dieselben Motive: Profite für Banken und Konzerne. Liebe Freundinnen und Freunde, das Spiel mit Freihandelsabkommen ist dasselbe Prinzip, nur ohne die Waffe in der Hand. Die Konzerne, Profiteure werden Mensch, Rohstoffe und Umwelt weiter ausbeuten, die Umwelt zerstören, Wälder abholzen, Meere leerfischen, Arten und die Vielfalt zerstören, solange die dadurch noch mehr Profit bekommen. Das nämlich sind die einzigen Werte, die dieses System kennt. Und es liegt an uns, das zu stoppen, indem wir unsere Kräfte bündeln und uns zusammenschließen, um die Macht der Banken und Konzerne zu zerschlagen und Menschlichkeit, Solidarität, Vielfalt und eine lebenswerte Zukunft für uns, für unsere Kinder zu schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Zerstörung der Umwelt, die Ausbeutung der Natur und der Menschen, auch auf anderen Kontinenten im Interesse von Konzernen, kombiniert mit der Durchsetzung der westlichen Interessen
Richtig. Mit Stellvertreterkriegen überall in der Welt hat die Migrationsbewegung nach Europa ausgelöst. Abholzung der Regenwälder. Durch das Freihandelsabkommen werden sich die Fluchtursachen nur noch weiter verstärken. Sigmar Gabriel sagte es, dieses Abkommen soll weltweite Maßstäbe setzen. Der Güteraustausch liegt dort schon über 1,5 Milliarden Dollar täglich über dem Atlantik. Was sind das für Maßstäbe, von da die Rede ist? Das sind Maßstäbe, vor allem um kleinere, ökonomisch schwächere Länder kaputt zu wirtschaften und die europäische und amerikanische Wirtschaft zu stärken. Allein Kenia verliert nach Einschätzungen eines heimischen Wirtschaftsinstituts durch das Abkommen weit über 100 Millionen Euro jährlich. Geld, das für den Aufbau der eigenen Wirtschaft fehlen wird. Neue Steuern auf Exportgüter in die EU werden durch das Abkommen verboten. Die Ausbeutung und der Hunger in Afrika werden dadurch weiter verschärft. Ja, Menschen können auch aus ökonomischen Gründen aus ihren Ländern fliehen. Sie fliehen von Hunger, Armut und Elend. Was bleibt ihnen denn anders übrig? Dann reden Sie. Dann reden Sie von den ökonomischen Geflüchteten, denen Sie die Existenzgrundlage unter den Füßen wegziehen und sagen, dass Sie hier nichts verloren haben. Wir wollen freie Menschen statt freie Märkte. Liebe Freundinnen und Freunde, TTIP und CETA, nein, danke. Auch so gibt es schon zu viele Freihandelsabkommen, die das Leben der Menschen erschweren. Von hier aus verteilen wir nicht nur TTIP eine Abfuhr, sondern sagen auch, nicht Geflüchtete, sondern Fluchtursachen bekämpfen, Freihandelsabkommen stoppen. Danke. Zum Ende dieses wirklich überwältigenden Tages. 90.000 Menschen hier auf der Straße. Was für eine Zahl, was für ein gewaltiges Zeichen. Was auch immer Merkel und Obama morgen und übermorgen besprechen, an dieser Zahl, an dieser Aussage kommen sie nicht vorbei. Und natürlich werden wir einen langen Atem haben. Wo immer sie hinkommen, wir sind schon da. Und nach der Demonstration ist vor der Demonstration. Obe Hicks wird uns gleich noch mehr dazu sagen, aber eins können wir euch jetzt schon verraten. Wir werden uns wiedersehen am 24. September. In Hamburg, Berlin, Köln, Nürnberg oder München sowie in Frankfurt und Stuttgart. Aber bevor wir heute auseinandergehen hier in Hannover, möchten wir Danke sagen bei den vielen, die diesen Tag möglich gemacht haben. Danke an die vielen von euch, die Flyer verteilt und für die Demo mobilisiert haben. Wie man hier sehen kann, hat das richtig gut funktioniert. Und danke auch an die vielen Ordner und Ordnerinnen. Und ein Dank an die vielen Spendensammlerinnen und Spendensammler. Danke an den Trägerkreis dieser Demo, der alles geplant und organisiert hat. Der Trägerkreis hat dafür gesorgt, dass diese Demo in einem ganz breiten Bündnis getragen wird. Und das zeigt sich hier. Und außerdem hat alles wunderbar geklappt. Danke an die vielen Rednerinnen und Redner, an Rainer von Vielen und an Dota für ihre Beiträge. Danke an das Demobüro für Wochen harter Arbeit und eine perfekte Organisation. Ihr seht sie hier, Esther Hanauer, Christian Wessling und das Team. Ein besonderer Applaus für die vier. Danke an die Technik, die Sanitäter, das Catering und die vielen Helfer vor und hinter der Bühne, ohne die wir einen solchen kraftvollen Impuls gegen TTIP und CETA hätten nicht machen können. Und danke an Uwe Hitsch,
der Anmelder der Demo, der jetzt hier den Sack zubindet und den Abschluss macht. Vielen Dank. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank vor allem an euch. Ihr wart es, die diese Demonstration möglich gemacht haben. Wir haben hier in Hannover 90.000 Stimmen erhoben, die Nein gesagt haben zur TTIP, die Nein gesagt haben zur CETA, die Nein gesagt haben zur TISA. Und wir kündigen den Herrschenden in diesen Ländern, der Widerstand wird weitergehen. Wir, liebe Freundinnen und Freunde, sagen den Damen und Herren in den Landtagen, den Damen und Herren im Bundestag, wenn sie der Meinung sind, sie wollen TTIP, sie wollen CETA durch die Parlamente winken, dann wissen wir, dass sie unsere Stimme, die Stimme der 90.000, sicher nicht mehr bekommen werden. Wir sagen aber auch ganz deutlich denjenigen, die versuchen, unsere bunte Demonstration in eine rechte Ecke zu schieben. Wir sind die Internationalisten, die deshalb auf die Straße gegangen sind, weil wir wollen, dass die Menschen in Afrika, die Menschen in Südamerika und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA menschenwürdig leben können. Und diejenigen, die TTIP, die CETA oder TISA beschließen wollen, machen das auf den Rücken der Armen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Ausgegrenzten. Und dem stellen wir uns entgegen. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, haben wir heute gemeinsam gezeigt, dass unser Widerstand erst am Anfang steht. Wir Antikapitalisten finde ich immer gut, wie ihr euch vorstellen könnt. Danke auch denjenigen, die da gewesen sind. Ganz schnell möchte jemand von Campact, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre, Christoph Bautz euch noch einen Termin mitgeben, weil er denkt, dass morgen nochmal 90.000 kommen müssten. Christoph. Ja, ihr wisst alle, morgen ist das große Festbankett mit Obama, mit Merkel und diversen Konzernvertretern. Und ihr kriegt alle was zu essen, wenn ihr kommt. Genau, ihr sollt alle kommen und mit an den Tisch holen. Wenn ihr euch aber nicht reinlassen, dann habt ihr die Möglichkeit, bei einem Bürgerbankett mit zu essen. Wir machen also an der Stadtbahnhaltestelle Appelstraße um 18 Uhr ein Bankett der Bürger. Und dort werden vielleicht Obama und Merkel auch erscheinen. Bisher ist aber nur klar, dass sie in Pappmasken erscheinen. Mal sehen, ob die Echten auch kommen. Und alle, die hier aus Hannover oder umzu sind, lade ich ein, ihr Abendbrot, ihr Abendessen morgen auf der Straße einzunehmen. Also Stadtbahnhaltestelle Appelstraße, 18 Uhr. Und dann machen wir einen ganz langen Tisch und ein ganz langes Festbankett der Bürger. Gegen TTIP, gegen CETA, gegen TISA und für einen gerechten Wandel. Ich fände es toll, wenn ihr nochmal kommen würdet und nochmal eine starke Aktion machen. So, und auch ein schöner Nachmittag muss zu Ende gehen. Ihr alle habt euch sicher vorgemerkt, der 24. September, da wird nicht geheiratet, da wird nicht Geburtstag gefeiert, sondern da wird gemeinsam auf die Straße gegangen. Wir werden mit mindestens 6 Demonstrationen in Stuttgart, in Köln, in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt am Main und in München oder in Nürnberg, das entscheidet sich noch, und vielleicht auch noch in einer zusätzlichen Stadt am 24. September zeigen, dass wir mehr als die 250.000, die letztes Jahr bereits auf der Straße waren, auf die Straße bringen, wenn die Herrschenden auf Argumente hören. Wenn die Herrschenden das, was wir sagen, nicht wahrnehmen wollen, dann werden wir ihnen durch uns, durch die Menschen, die auf die Straße gehen, die diese Demokratie verteidigen, das fürchten lernen. Lasst uns gemeinsam in unsere Orte zurückgehen, dezentral weiter gegen TTIP, dezentral weiter gegen TISA und gegen CETA kämpfen. Die Nachbarn, die Freunde, die Bekannten und die, die wir vielleicht auch nicht so mögen, alle gemeinsam überzeugen im Namen des Bündnisses.
der Gewerkschaften, die aufgerufen haben, der Umweltverbände, die aufgerufen haben, der globalisierungskritischen Bewegungen, der Parteien, die uns unterstützt haben, möchte ich euch allen nochmal danken, dass ihr da gewesen wart und auch in meinem Namen und den Naturfreunden, die die Demos angemeldet hatten. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Geht nach Hause, der Widerstand geht weiter. Und jetzt muss ich jetzt sagen, die Demonstration ist geschlossen. Danke, dass ihr da wart. Ja, alles gut.